Moin da und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Wir machen heute weiter in Welt... Warte... 3, richtig. Wow, das fällt mir gerade auf, das hätte ich nicht wissen können. Also, es war nur Zufall. Wow. Und das war Verarsche, Alter. Was zur Hölle? Oh Gott, ich werde sterben, oder? Ich werde hier sterben. Ja. Oder? Oh Gott. Nein, ich bin nicht tot. Aber gleich. Alter, was ist denn hier los? Das ist doch... What? Stopp. Bist du da? Bist du da? Er ist weg. Ich glaub's nicht. Was ist das denn für eine Verarsche? Alter! Ich will eigentlich so wenig wie möglich schwimmen. Aber da muss ich rein, oder? Oh, nee. Da muss ich hier runter. Ich kann hier nicht runter. Oh Gott, Alter. Ich hasse Blooper. Ich hasse Blooper. Blooper, verpisst euch. Verpisst euch ganz weit. So. Jetzt können wir drüber reden. So. Oh Gott! Wenn wir bitte, dass nicht alle Level dieser Welt so werden. Das ist ja schrecklich. Wie ich schon im ersten Part gesagt habe, das Spiel ist, wird schwieriger. Ich hätte vielleicht ein Item nehmen sollen. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Es ist wenigstens kein Unterwasserlevel mehr. So, ich finde, das hat seine Vorteile. Das heißt, wir können auch actually den Pilz einsammeln, ohne dabei zu sterben. Oh wow. What? Okay. Klar, kein Problem. Kein Ding, Leute. Kein Ding für den King. Ich nehme einfach einen Pilz mit und dann hat sich das. Als ob. Also als ob diese Scheißplattform von unten solide sind. Was ist das denn für ein Bullshit? So dass man dann nicht drüber, also drunter, so von unten nach oben hinspringen kann. Und dann wahrscheinlich noch mit Absicht. I can't believe it. Leute, das ist doch nicht wahr. Oh fuck. Uiuiui, Alter. Holla, die Waldfee. Egal, ich gehe einfach rein. So, kein Bock mehr. Ist doch dumm. So. Das haben wir eh schon verkackt. Können wir auch am liebsten einfach alle drei haben. Richtig gut. Ja, von jedem eins. Ist auch nicht schlecht. Ein Up. Ein Up. Goodie. Gucken wir mal hier rein. Wir nehmen uns ja eh wieder den Pilz, ne? Nein, den Froschanzug. Ah, cool. Ja, den haben wir auch noch nie gesehen, ne? Soweit ich weiß, kann man mit dem relativ gut unter Wasser schwimmen. Was Sinn macht. Und ich will jetzt schon sterben. Oh, wow. Man kann den umbringen. Wenn man... Nee, oder? Gott, dieser Fisch. Dieser Fisch ist, ich will nicht sagen schrecklich, aber er ist schrecklich. Er ist wirklich, wirklich schrecklich. Und er kann einen einfach instant killen. Wenn man ihn nicht killt. So. Gott, aber man kann ihn killen. Das finde ich lieb. Oh Gott, ey. Oh Gott. Verpiss dich. Der isst einen einfach auf. So richtig eiskalt ist er. Der springt und mampft und man ist tot. Okay. Hier ein Stern, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir noch 2 weitere Sterne bekommen. Dann kriegen wir sogar noch ein paar Leben. Aha, okay. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen auch das hier jetzt hin. Oh Gott, ey. Wisst ihr, wie ich die Dinger immer früher genannt habe? Ich finde den Namen immer noch relativ akkurat. Deshalb, sage ich es einfach mal. Pixelvermieser. Das waren bei mir früher immer Pixelvermieser. I don't fucking know. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf Pixelvermieser komme, aber jetzt mal echt. Es sind Pixelvermieser. Mir kann keiner sagen, dass das nicht stimmt. Die vermiesen Pixel.
So, ich gehe hier rein, guck, was das bringt. Okay. Okay. Ich glaube, da müssen wir rein, aber ich weiß es nicht. Oh Gott. Ja, also irgendwie... I don't know. Irgendwie eine Tür von denen war richtig. Wie ihr gesehen habt. Die letzte ist noch ganz okay. Und... ich glaube... ich gehe einfach mal rein. Ich glaube, actually, wir müssen einfach noch eine Tür weiter rein. So, der Rest führt halt ins... Nüscht. Deswegen... ich glaube, wir sind... oh Gott! Das war knapp. Ich glaube, wir sind hier reingegangen, ne? Oder da rein? Okay, sag mal hier rein. Ja! Richtig. Okay. Subi! Und dann kommen wir zum Boss. Ja. So. Das ist einfach so schlecht. Die sind so... so wack. So... die können nichts. Aber ist auch echt schön. Also irgendwie macht es auch Spaß, die zu besiegen, weil die halt irgendwie nichts können. Okay. Weil ist das wieder so ein... warte mal. Genau sowas. Hatten wir sowas bis jetzt? Eisblume, Stern. Ein Ab, Eisblume, okay. Hm, na gut. So, hier können wir zum Beispiel so einen Hammer benutzen. Und dann können wir hier rein. Weiß nicht, ob uns das jetzt im Endeffekt irgendwas bringt. Probably not. Ja. Gut, das war jetzt vielleicht nicht den Hammer wert. Wir bekommen jetzt nichts, egal. Ist mir auch wurscht. So, im Endeffekt. Leben haben wir jetzt nicht. Gar keine. So. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Das funktioniert gar nicht. So, meine Fresse, es ist irgendwie voll glückabhängig. Oder so. I don't know. Na gut. Also ich weiß es halt echt nicht, ob das wie abhängig von irgendwas das ist. Bitte springe ich ganz nach unten. Oh Gott, danke. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß auch nicht, ob hier noch irgendwas drin sein kann. Deswegen... das wäre irgendwie lustig. Also es wäre nicht lustig, wenn ich es verpassen würde, aber wenn ich's, wenn es da drin wäre. Okay, wow. Na gut. Das kann man sich bei Hammerbrüdern fast denken, dass da Hammer drin sind. So, und da seht ihr auch Brücken auf der Overworld. Das wusste ich tatsächlich selbst auch gar nicht, dass es Brücken gibt. So, aber... oh nein, du Sack. Okay. Egal. Egal, kein Problem. Lol. Top. Oh, oh, oh. An die Stelle erinnere ich mich. Da habe ich ein schönes Video auf meiner Switch von. Denn, oh Gott, oh Gott. Alter, was will mich hier alles killen? Ich will die NES-Version nicht verglitscht nennen von diesem Spiel, ja. Aber es... sagen wir einfach, es gibt ein paar Glitches. Also, ich will sie verglitscht nennen. Ja, also es gibt ein paar Glitches in dem Spiel. Und, irgendwie... due to the way sprites were rendered oder so, kann man, okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und wieso das passiert. Komm, komm, komm! Ja, danke. Zweiter Stern. Hype! Nein, kann man irgendwie, wenn man einen Block aktiviert, auf der einen Seite des Bildschirms, den auf der anderen Seite einfach erscheinen lassen? Ich weiß nicht genau, wie das passiert, aber es passiert. Und, und an genau dieser Stelle ist halt... nein, du Pisser! So ein Wichser. Alter, ehrenloser Mensch. Ehrenloser Hammer, Bruder. Ich guck nochmal nach. Ja, und irgendwie hat mich das halt einfach gekillt. Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall mega weird. Also wirklich mega weird. Genauso, es ist auch an einer Stelle im Spiel... oder war das die Stelle? War das die Stelle, wo das möglich war? Es gibt auch eine andere Stelle, wo man so im Wasser ist und da unten ist einfach so ein Teil nicht dicht. Das ist einfach undicht. So, du kannst einfach durchfallen. So bin ich halt durchgefallen, so. Wer hätte das erwartet? Wenn man da durchfahren kann? Nein. Oh Gott, Alter. Geh einfach weg. Dann fällt da natürlich manchmal eine Person durch. Und in diesem Fall war ich die Person, die da durchfällt. Verpiss dich, du Sack. Was ich immer ganz praktisch finde bei Bloopern, ich weiß nicht, ob das actually stimmt oder ob ich mir das nur einbilde,
Aber wenn man auf dem Boden ist, also wirklich auf dem Boden, als Mario, ja, dann kommt der nicht an einen ran, Blooper. So kann man sich gut vor denen verstecken. Irgendwie. Also wie schon gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Aber wenn man auf dem ganz untersten Teil ist, also quasi wenn man so auf dem untersten Teil ist und dann sich duckt als großer Mario. Als kleiner muss man das natürlich nicht tun, weil man ist ja schon klein. Oh Gott, verpiss dich. Ha! Ich hasse sie. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie. Ich habe sie schon immer gehasst. In New Super Mario Bros., meinem ersten New Mario Bros. Spiel. Ich habe sie gehasst. Ich habe sie immer gehasst. Aber... Komm. Was? Warum? Ich war Full Speed. Alter, so ein Scheiße. Das ist ein Fickspiel. Ja, aber trotzdem. Also ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Wir waren in der oberen Röhre, kamen wir raus. Also, ja. Gucken wir mal nach, was hier so ist. Wow. Aber ich finde die Oberwelt in diesem Spiel wirklich beeindruckend. Also sie ist echt am besten von allen Oberwelten. Denn man hat hier noch mehr zu tun als sonst noch, wie ihr hier seht. Wenn wir noch einen Hammer benutzen. Wir können einfach frei uns bewegen hier. Wir können einfach mit unserem Bötchen hier hinfahren. Hinfahren, wo wir wollen. Sogar hierhin. What? Also, das finde ich mega cool. So, also man hat so mega viele Freiräume, so, wo man hin möchte. Also wo man hin kann. Ne, hier jetzt nicht, natürlich. Aber hier, kann selbst hier hin. Wie krass ist denn das? Und hier ist Peach. Aber da wollen wir nicht hin. So, da können wir noch nicht hin. Aber hier. Also finde ich echt super cool, dass das funktioniert. Da ist der Pilz. Ja. Naja, aber mega, mega nice auf jeden Fall. Feiere ich komplett. So. Und jetzt können wir hier ein bisschen... Ah. Macht doch, was ihr wollt. Drecksgame. So. Aber wir nehmen wenigstens noch die beiden Items mit. So, scheiß auf die One-Ups. Wir werden schon nicht Game Over gehen. Sei ich in Welt 3. Ich habe echt ein bisschen Schiss, ne? Das Spiel ist mir echt nicht so einfach, habe ich das Gefühl. Also man kann da wirklich gut verkacken. So, ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Ich drück einfach drauf. Okay, ich habe das Gefühl, wenn ich einfach drauf drücke, passiert immer genau das. I don't know, man. Wenigstens bekommen wir Items. Ich weiß auch gar nicht, ob wir auf der Oberwelt unendliche Items halten können. Oder ob nach der Zeile da Schluss ist. Und wir gesagt können, bekommen so, man. You should stop. So. Das Spiel kann einfach nichts mehr handeln. Das kann auch sein. Na gut. Die Welt ist auch voll riesig, kann das? Also, 9 Level. Das ist schon nicht von schlechten Eltern. Vor allem dann kommt noch Fortress. Und das Schloss hinzu. Das sind 11 Level. Das ist gar nicht so wenig. Für eine Welt. Und dann gibt es 8 Welten. Also, not bad, apparently. Na toll. Oh, wow, ein Fehler. So. Ja, man kommt da nicht durch. Ey, wie hammer ist das denn? Achso, das war einfach, das war auch eine solide Plattform. Ich dachte, die fällt runter. Aber die fällt gar nicht runter. Ach ja, Disclaimer. Wenn ihr fliegt, ne? Ich glaube, es lag daran, dass es in New Super Mario Bros. 2 nicht so war. Also anders war generell. Aber wenn ihr so fliegt und so gleitet, dann reicht es nicht einmal, den B-Knopf gedrückt zu halten. Ich will es nur mal sagen, weil als ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe, wusste ich das nicht. Und habe, ich glaube, New Super Mario Bros. 2 vorher gespielt. Oder nee, aber halt, es ist schon sehr lange her, dass ich das Spiel vorher gespielt habe. Da wusste ich einfach gar nicht, dass das geht. Ja, ich muss drauf sein. Pilz, toll. Sagen wir es so. Ich bin gestorben, weil ich halt dachte, man kann einfach einmal drücken. Da ist ja noch ein Fort. Also hier sind 12 Level in dieser Welt. Ja, moin. So genau. Das wusste ich irgendwie auch noch. Oh, jetzt komme ich nicht mehr raus. Toll. Nein, guck mal. Die kennt man auch aus anderen
New Super Mario Bros. Spielen. Sie sind ein bisschen anders, sie funktionieren ein Ticken anders, aber das ist ja nicht schlimm. So, im Endeffekt tun sie das Gleiche. Ich habe sogar tatsächlich das Gefühl, sind sie etwas besser durchdacht. Wenn natürlich auch nicht so realistisch. Das muss man lassen. Das muss man natürlich dazu sagen. Oh, wow. Ein Secret. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, man muss B spammen. Man darf B nicht einfach gedrückt halten zum Gleiten. Es, ja. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh. Oh, wow. Das wusste ich nicht. Aber gut. The more you know. Ja, aber so bin ich halt gestorben. Weil ich halt dachte so, ich will gleiten und dann mache ich einmal so zack und dann ist gut. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott. Oh Gott, nee, ich will keine Nummer. Jetzt ist es auch zu spät, ne? Mann, was ein Scheiß. Als ob da einfach noch so ein Pisser steht. Den ich da noch aus irgendeinem Grund nicht erwische. Den haben wir ja ganz klar erwischt. So, okay. Bevor wir jetzt weiter complainen. Okay. Ja, brennt. Ich war mir gar nicht sicher, ob das... Es ist jetzt hier ein Unterwasser-Fortress. Das ist natürlich, ziemlich exciting. Gott. Ja, also die Steuerung von dem Spiel muss man mit klarkommen, ne? Das ist echt, das ist nicht... Das ist nicht, New Super Mario Bros. Quality Steuerung. Bin ich ehrlich. Die von New Super Mario Bros. Gefällt mir immer noch am allerbesten. Und ich finde mittlerweile selbst die von, Super Mario World besser. Und, aber soll ich sagen? Nee, das war ja fies. Bin halt scheiße. Nein, ich war am Anfang nicht so der Fan der Super Mario World Steuerung. Aber vor allem unter Wasser, hat sich sehr viel Vorteile in Super Mario World. Ja, ist die wirklich entspannt gegenüber dieser hier. Oh oh, jetzt wird's ernst. Na, es wird doch nicht ernst. Das wird nie ernst, glaube ich. Also, keine Ahnung, man kann halt so schnell wieder auf den rausspringen. Das ist wirklich, wirklich krass. Gut. Gehen wir mal weiter ins nächste Pilzhaus. Okay. So. Och, nee, okay. Okay, auch einfach Märchen bringt nichts. Keine Ahnung. Wow. Wow, das hatte ich auch noch nicht. Einfach von allem etwas. Bunte Mischung. Ein Kessel buntes. Oh, nein, es gab noch ein Level. Hilfe! Nein! Was ist denn das, Alter? Wie der Fisch einfach so eine... Ha! Okay, okay, okay. Schnell hoch! Schnell... Ich hab ihn. Ihr Hurensöhne. Gottchen. Ist das erlaubt? Gott, geh weg. Geh weg und komm nicht wieder. Du Monster. Du Freak. Ich snack mir viele Münzen. Ha. Ich will nicht sterben. Hör auf. Ich weiß genau, was du vorhast. Das ist doch... Oh, Junge. Chill. Ganz ehrlich. Gottchen. Ich meine, das ist doch krank. Das ist angenehm. Dieser Fisch. Er will einem immer einfach... Was ist denn los? Wie kann man denn so viel Hunger haben, dass man wieder aus dem Wasser so rausspringt? Einfach nur, um den fucking Klemmer zu essen. Der hab's den auch echt einfach weg, ne? Also da hast du keine Chance mehr. Du wirst nicht klein, sondern du bist einfach so... Whoop, fertig. Das ist... Oh. So, was haben wir hier? Oh, nochmal dich. Oh, wow. Ich weiß übrigens gar nicht, was da war. Das ist da, ach, ein Stern, ne? Okay, da habe ich jetzt auch irgendwie komplett nicht hingeguckt. Ja, gut. Das wird das nächste Mal, glaube ich, nie so gut. Aber ja, kein Problem. Oh! Mann, Alter, dieses Spiel macht mich... Das ist psychischer Terror. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin, tatsächlich im...
Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Der stackt sich da rein und wenn er dann fertig ist, ja, dann kommt er raus und macht weiter, Alter. Das ist echt psychischer Terror. Das ist nicht erlaubt. Das ist doch illegal. Meine Güte. So. Ist irgendwas drin? Ah, aber nichts, was ich nicht schon habe. Okay. Ja. Oh Gott, ey. Dieses Spiel. Und wir sind in Welt 3. Ich wiederhole, wir sind in Welt 3. Da kommen noch 5 Welten. Na, ich muss echt mal gucken, wie weit ich auf dem... Nicht auf dem NES Classic gekommen bin, sondern auf dem... Nintendo Switch Online Gedüns. So, da habe ich auch manchmal gespielt. Also ich weiß gar nicht, wann das so... Blind will ich auch nicht sagen, würde, aber ne, wann ich fertig bin, so mit Kenntnis haben. Nicht so, nie wirklich, aber doch schon irgendwann. Also ich habe eigentlich jetzt schon keinen Plan mehr, was ich tue. Ich existiere, um zu leben. Help, help, ja, klar. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Was ist das überhaupt? Please find the magic wand, so we can change him back. Okay. Das hört sich weird an. Das sollte ich nicht nochmal sagen. Ui. Oh Gott. Ja, morgen theoretische Wahrprüfung. Sollte ich das sagen? I don't know. I don't care. Mir ist das egal. Ach du Kacke. Da muss ich durch, ne? Schnell. Ja, im besten Falle musst du was. So. Ha! Nee, aber... Excuse-ma? Was war denn das, bitte, wenn ich fragen darf? Wer denn da die Collision Detection programmiert? Ein Vierjähriger oder... Zur Hölle mit dem, Alter. Was ist das denn gewesen? Item gibt's auch nicht, ne? Nö, Item gibt's auch nicht. Was sind denn Items? Das... Nee, braucht man nicht. Let's go. Wenn man 24 Leben hat. Da ist tatsächlich was dran. Du. Dumme. Okay. Die macht erst so. Oh Gott! Wie wird das gehen? Das hätte schief gehen können. Ja, sag mal, ich war. Zählt eigentlich nicht schief gehen können. Jova. Das war meine Welt. Das war die dritte Welt. Danach kommen noch Frieden. Ich werde so sterben. Wie schon gesagt, das Spiel ist eigentlich von schlechten Eltern. Oh Gott, Alter, er sieht aus wie Mario. Er sieht aus wie Mario. Das kann mir doch keiner sagen, dass das nicht Mario ist, der da sieht. Oh, thank heavens, I'm back to my old self again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Hey Mario, did you know this? This king looks exactly like you. Pretty fucking weird, I guess. Well, yeah. Super. Mein Englisch ist on point, ich weiß. 12 Punkte im Abi. As you can see. Naja, hier geht's weiter. Und was ist hier? Okay, eine Röhre. Das hätte ich jetzt auch. Ich meine, ich finde das ja ganz cool, aber es nervt ein bisschen. Also, okay. Das ist übrigens, falls mal Game Over geht, dann muss man dann nicht die Level nochmal neu machen, sondern kann da gleich hingehen. Das ist halt der Sinn von sowas. Weil man wird immer direkt an den Anfang der Welt geschmissen. So. Auch wenn man halt schon hinter dem Turm ist, aber dann kann man da halt frei das anlocken und dann kann man gleich beim Turm quasi weitermachen. Ja, genau. So. Wir machen jetzt aber Schluss und machen das nächste Mal weiter bei dieser Welt. Die, glaube ich, wieder genauso lang ist wie die letzte. So, ich glaube, die sind jetzt alle so lang. Deshalb mache ich auch doch nur, naja, ein paar pro Welt. Wir machen ein bisschen ruhiger. Wir gehen das Ganze jetzt so an, so Part für Part, Welt für Welt. Na, alles gut. Gut,
Dann danke sehr fürs Zuschauen, falls ihr zugeschaut habt. Wenn nicht, natürlich kein Danke sehr. Weil, warum sollte ich? Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Super Mario Bros. 3. Adios. Mit Oss. Okay, ja, warum nicht?